Aha, guten Tag, ich grüße Sie. Kommen Sie doch bitte rein. Ja, ich weiß, dass Sie sich als Putzhilfe bei mir beworben hatten. Was sagen Sie? Ach, Haushälterin, naja, Putzhilfe und Haushälterin, das ist ja dasselbe, ne? Es kommt ja im Endeffekt auch selber raus. Bitte setzen Sie sich. Ja, Sie können gerne was trinken. Sie können ins Badezimmer gehen, Sie können einen Schluck Wasser nehmen. Ich habe jetzt nichts da. Was ich bereit bin zu zahlen? Naja, also mehr als 8 € in der Stunde zahle ich nicht. Warum nicht? Naja, haben Sie was gelernt? Ach so, Sie meinen, zum Putzen muss man nichts lernen. Ja, trotzdem. Also, wenn Sie was gelernt hätten, dann würde ich Sie wahrscheinlich besser bezahlen. Aber dann würden Sie wahrscheinlich hier nicht sitzen. Ach so, ja, na, ich weiß nicht, warum Sie in diese Situation gekommen sind. Na, das ist natürlich richtig, ja. Entschuldigung. Oh, was haben Sie denn da für ein Parfüm dran? Ach, so ein Billigparfüm. Hm, guck. Reagiere ich völlig allergisch. Haben Sie sich die Schuhe ausgezogen, bevor Sie hier reingekommen sind? Gut. Also ich werde Ihnen jetzt mal erzählen, was ich mir... Lassen Sie mich bitte ausreden. Ich möchte Ihnen jetzt sagen, was ich mir hier vorstelle, wenn Sie bei mir arbeiten. Ja. 3 Stunden, 800 Quadratmeter. Das ist zu schaffen. Das kann man schaffen. Aber natürlich kann man das schaffen. Nein, das brauche ich nicht gemacht zu haben. Das kann man schaffen. Ja, das kann man schaffen. Und wenn Sie hier sind und eine Pause machen, ich möchte Sie gar nicht bemerken. Ich möchte Sie gar nicht bemerken. Wo Sie essen können? Oh, Sie können Ihr Lunchpaket nehmen und können unten im Keller essen. Ja, das macht ja nichts. Das ist alles beleuchtet und ja.